Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Nicht nur meine Haare, sondern auch meinen Streak habe ich gestern verloren im Livestream. 174 und dann waren wir tot. Es war ein gemeiner Raum mit ganz vielen dicken Typen, die auf einen zugerannt sind und viele Steindinger und Superformen und tot. Es ist vorbei, ich konnte es nicht realisieren und heute ist er wirklich weg. Oh, null. 174. Das hat lange gedauert tatsächlich. Aber naja, wir haben ja noch unseren Random-Streak, den ich hoffentlich jetzt nicht verlieren werde. Random, let's go. Win-Streak 57 mit Azazel vielleicht? Es ist Azazel, oh. Bekomme ich ihn jetzt etwa einfach als kleines Trostpflaster oder was? Oh, nicht, dass ich jetzt mit Azazel sterbe, Mann. Nicht, dass ich ihn jetzt wieder überschätze, aber okay, gut, ich nehme das kleine Trostpflasterchen an. Das ist doch kein Zufall, Mann. Das ist gar kein Zufall. Das ist kein fucking Zufall. Okay, let's go. Das heißt, es wird ein schneller Run. Natürlich kommt das auch drauf an, aber eigentlich wird es ein schneller Run. Ganz gemütlich. Also hoffe ich, dass ihr jetzt Schlaftabletten noch dabei habt. Oder das Video siebenmal guckt. Ich werde sowas dann sterben wahrscheinlich gleich. Okay, hier ist der Geheimraum, oder? Let's go, den checken wir aus. Was will ich mit Azazel haben? Ich will mit Azazel Rubber Cement haben, weil da gibt es ja den Trick, dass du mit Rubber Cement gegen eine Wand schießen kannst und dann wird Azazels Brimstone ziemlich lang. Weil er drauf steht. Hey, wir können jetzt nochmal fliegen. Sehr gut. Bekommt leider keine weißen Flügel, keine Engelchenflügel. So. Gut, hier ist der Boss. Den Itemraum haben wir jetzt leider verpasst. Ich hoffe, wir finden so einen Raum, den ich gestern hatte. Dann kann ich euch zeigen, in welchem Raum ich gestorben bin gestern. Es war ein Start mit einem Herzchen. Es war auf jeden Fall schon von Anfang an großes Gefieber. Oder hatten wir ein Herzchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab's verdrängt, Mann. Oh, nice. Tiersub. Minus 8 Tier-Delay. Sehr, 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 sehr schön. Wir gehen auf jeden Fall noch Richtung Itemraum und checken den aus. Wir haben The Fool. Das ist super, um sich rauszuporten aus dem Boss-Rush oder so. Und ja, da ist auch der Shop. Den Shop checke ich aber nicht aus, glaube ich. Nee, den lassen wir. Ich habe zwar zwei Bomben, aber nee. Ey, wir kriegen... Oh Gott. Nein, ich habe nicht getrunken, weil... Um den Schmerz runterzuspülen. Nee, aber wir haben jetzt ein Space-Item. Das ist gut. Und ich ziehe jetzt Leine. Okay, das war die allererste Ebene. Den Supergeheimraum könnten wir noch irgendwo suchen, aber... Zu viele Orte, an denen er sein könnte. Ich könnte eine Bombe legen. Komm, einfach mal hier. Und... Er ist tatsächlich dort nicht drin, wahrscheinlich dort unten am Zipfel, ne? Ich behalte erstmal meine Bomben und hoffe, dass ich noch ein paar blaue Herzchen bekomme, weil mit Azazel muss man halt nah ran an den Gegner. Und ja, da wäre etwas Lebensabsicherung ganz nett, Mann. Wir kriegen bestimmt noch andere... Oh, Joker. Okay, pass auf. Dann nehme ich doch Joker mit. Alles klar. So, die Joker-Karte kann man ja auch nutzen, um sich aus dem Boss-Rush rauszuporten, wenn man bei Mom kein Devil-Deal bekommt. Das ist natürlich auch noch Doppelt-Win-Win-Situation. Alles klar, gut, wir sterben. Wir werden sterben, wir werden sterben. Seht ihr? Ich bin ziemlich... sehr kuschelbedürftig mit Azazel. Hoffentlich haben wir neuen Leben. Nein, nicht mein blaues Herzchen. Billig, Mann. Billig. Einfach nur billig. So. Ach, du Scheiße. Sehr gut, was haben wir hier drin? Es ist der Tractor Beam, der auch nochmal Tiers Up macht und macht auch ein bisschen Range Up. Ja, ich glaube, der ist länger geworden. Genau, Range Up ist, beeinflusst Azazels Strahl auch. Also, falls ihr Range Up findet mitnehmen, nicht denken, okay, Azazels Strahl bleibt klein. Die Frage ist nur, kann man ihn so lang wie ein Brimstone machen oder so? Oder wie lang kann man ihn machen? Das ist halt noch, das sind einige Fragen, die wir sicherlich haben, nicht wahr? Außer ihr habt es schon ausprobiert. So... Aha, die öffne ich. Okay, wir kriegen einen Sack voller Bomben. Okay, cool. Sehr schön, aber leider habe ich noch keine blauen Steine gesehen. Naja, schade, 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 schade. So, der Shop ist dort oben. Wir haben aber keine einzige Münze bis jetzt gefunden. Abgefahren. Gut. Aber wir können auf jeden Fall jetzt aus einzelnen Münzen ganz viele Münzen machen. Mit unserem Trinket. Auch nicht dort der... Supergeheimraum. Warte, wisst ihr, wo der Supergeheimraum ist? Ich weiß, wo der Supergeheimraum ist. Der ist hier. Yes, da ist er. Und kriegen wir etwas? Tolles, gut, ich spreng dich. Vielleicht kriegen wir ein Trinket oder ein blaues Herzchen. Oder drei Münzen. Aus zwei Münzen drei gemacht. Oder waren das drei? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. So, wir haben auf jeden Fall den BH, der den Gegner versteinern lässt. Nicht wahr? Richtig, dieser Anblick ist wunderschön. So. Und auf Wiedersehen. Einfach mal festgefroren. Ich hoffe, Krampus taucht jetzt nicht auf. Ah, ein Sack voller Pillen. Gut, ist das zweite Morm-Item. Wir könnten uns gleich aus dem Arsch ein Ding wachsen lassen. Zwei Guppy-Items. Das ist witzig. Das ist witzig, weil ich sie nicht mitnehmen kann. Zwei Guppy-Items, ja? Das ist also dein Argument. Und mein Argument ist, scheiß auf Guppy. Ich brauche Guppy nicht. Ich gehe jetzt weiter und werde ohne Guppy glücklich.
Puh, wir haben die Joker-Karte. Auf der nächsten Ebene haben wir noch einen Devil-Deal. Lass mal reingehen hier. Okay, ein bisschen Money. Da könnten wir vielleicht auf dieser Ebene endlich mal den Shop auschecken. Ja, sieht gut aus. So. Oh mein Gott. Okay. Ja, so ein Raum war es nicht. Es war ein ekelhafter Raum, Mann. Man kann sich das ansehen. Wahrscheinlich gibt es das auch noch geklippt auf meinem Channel. Ich kann das halt nicht hochladen, den Run, weil ich dort Musik abgespielt habe. Von Spotify. Und dann bekomme ich einen Strike oder sowas oder dies, das und bin dann tot. Auf YouTube auch noch. Dann verliere ich durch meinen Streak alles. Nicht nur die Haare auch noch dazu. So, so viele Trollbomben. Jetzt hör doch mal auf. Und so will ich leben. Verdammt nochmal. Booms. Okay, kein Goathead leider. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und das Trinket sorgt dafür, dass wir eine höhere Range haben. Das kommt doch wie gerufen mit Azazel. Zeig mal her. Wow, ich hatte, glaube ich, noch nie so einen langen Strahl. Ach du Scheiße. Okay, let's go, man. Ich hätte gerne noch ein paar Range-Up-Items. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Wow. Hatten wir jemals so einen langen Strahl, Chat? Okay, pass auf. Ich nehme mir auf jeden Fall das mit und mache aus 5 Münzen sehr viele Münzen. 6 Münzen, um ehrlich zu sein. So, komm her. Boom, heilige Scheiße. Das ist ja fast schon Brimstone. Haben wir hier einen Geheimraum? Tatsächlich. Und was ist da drin? Oh, schön. Die öffne ich natürlich sehr gerne. So, das Geld sollte erstmal reichen. Ich glaube, dass hier der Shop ist, oder? Ja, da ist der Na, tatsächlich nicht. Okay. Jetzt können wir ja voll Sicherheitsabstand halten. Und das hier sorgt dafür Nee, da bleibt alles gleich. Wie kurz der ist, man, ohne dieses Trinket. Heilige Scheiße. Schön Sicherheitsabstand halten. Schön mit der Range arbeiten. So. Ah, den Lippenstift brauchen wir nicht. Was haben wir hier drin? Es ist eine Golden Remote. Wir könnten in Error-Räume rein und sowas. Okay, das könnte man versuchen. Let's go. Wir haben schon den Geheimraum. Wir müssen jetzt nur alles clearen. Und wir könnten so auch in die Angel-Deals und Devil-Deals rein mit diesem Teil, mit der Golden Remote. Und müssen unsere Joker-Karte jetzt nicht verschwenden. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, auf Wiedersehen. Was haben wir hier im Shop? Etwas Interessantes? Ein blaues Herzchen und wir können rerollen. Und ein Geschenk. Ich würde gerne das Geschenk mitnehmen, tatsächlich. Ich nehme es mit. Wir rerollen noch einmal. Wir rerollen noch einmal. Hoffentlich kriegen wir gleich noch ein blaues Herzchen. Da ist ein blaues Herzchen. Wir sparen jetzt mal dafür. So, her mit dem Schlüssel und so. Haben wir hier den super Geheimraum? Das wäre natürlich super. Okay, perfekt. Und blaue Herzchen. Dankeschön. Dich könnten wir auch noch sprengen. Einfach auf Nummer sicher gehen. Aber den Engel bekämpfen tue ich nicht, weil wir kriegen eh kein Schlüsselteil oder so. Das ist vollkommen umsonst. Vollkommen umsonst. Okay, dank der Golden Remote wird die Folge doch noch etwas länger. Weil wir natürlich sämtliche Ebenen komplett clearen müssen. Mann, das sieht sehr gut aus hier. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. Ansonsten, was machen wir? Setzen wir die Joker-Karte dann ein oder die Golden Remote? Setze ich die Joker-Karte ein oder Golden Remote? Mann, scheiße, ich weiß es nicht. So, erstmal dieses Ding hier vernichten. Schade, Mann. Ich hätte dir gerne ein paar Bomben gefüttert. So, schließen wir mal die Karte. Okay, er taucht hier auf. Und ich glaube, das reicht sogar, um Dinger zu spawnen. Nein, reicht es nicht. Okay, sehr schön. Okay, gleich haben wir ihn. Und auf Wiedersehen. Was kriegen wir? Ein HP-Upgrade und so. Pass auf, ich setze die Joker-Karte ein. Let's go. Oh, das ist natürlich perfekt, um die Räume zu clearen. Wir kriegen Kohle, das ist gut. Eigentlich ist das negativ gemeint, aber es ist gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Abstand halten. Und ein bisschen Abstand halten hier zum Gegner, um Kohle wirken zu lassen, so ein bisschen. Sehr schön, der Run entwickelt sich ganz gut, Mann. Jetzt haben wir auch noch Mind. Jetzt bräuchten wir noch die Black Candle, damit wir keine Flüche haben. Und vielleicht ein bisschen Speed Up. Und dann bin ich voll glücklich, Mann. Mehr auch nicht. Also mehr brauche ich wirklich nicht. So, wir haben beide Geheimräume. Wir haben den Devil Deal. Das heißt also, wir könnten uns jetzt gleich, nachdem wir den anderen Shit da gemacht haben... ich behalte mal 6 Münzen. Könnten wir in den Error-Raum rein? Let's go, das wird lustig. Mal gucken, ob wir dort irgendwie ein Item kriegen. Bloß keinen Raum übersehen, wie zum Beispiel diesen hier. Schön reingucken. Und Knöpfchen drücken, komm schon. Okay, eine Münze. Und was haben wir hier? Gar nichts, alles klar. So, weiter geht's. Ja, diesen Miniboss hier noch bekämpfen. Super, ist es vielleicht hier Mr. Greed oder so? Es ist Lust. Holy shit, nimm es, nimm diesen Strahl, Lust. Okay, und hier hatten wir ja jetzt nichts mehr, das heißt ab in den Error-Raum. Ich weiß gar nicht, ob dieses Item funktioniert mit Azazel. Funktioniert das Item? Das funktioniert nicht, nicht wahr? Schade, Mann, ziemlich viele Items, die nicht funktionieren. Muss es aber aufgeben, ne? Kombos, die nicht funktionieren.
Aber es gibt viele Kombos, die einfach sehr traurig sind und keinen Sinn ergeben, dass die nicht funktionieren. So, nee, die funktionieren tatsächlich nicht. Alles klar. Let's go. Wie oft habe ich jetzt funktionieren gesagt? Scheiße, Mann. Halt den Mund, Holly. Halt den Mund. So. Da ist die Ebene. Wir checken erstmal alles links ab und dann auf geht's. Hier ist der Geheimraum. Wunderbar, Mann. Perfekt, Mann. Es ist crazy, dass wir jetzt The Mind gefunden haben und ein paar Schlüssel. Sehr schön. Hoffentlich kriegen wir die Black Candle. Hoffentlich, 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 hoffentlich. Da muss ich mir keine Sorgen machen für später. Und wir können sogar in der Bomb-Ebene sämtliche Räume klären. So. Zum Glück hat mir Lars nicht die Spritze gegeben, weil sonst hätte ich es einfach mitgenommen und danach bereut, weil es nochmal Speeddown macht. Arcade Rooms gibt es hier leider nicht. Schade, das heißt, wir kommen in den Kampfraum nicht rein. Und müssen erstmal uns da reinporten. Das heißt wiederum, dass wir jetzt auf jeden Fall eine Batterie brauchen. Genau. So, so, so. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, dieser Raum könnte vielleicht das Ganze vernichten hier, den ganzen Spaß. Außer, das portet mich jetzt da rein. Es portet mich nicht rein. Okay, es ignoriert es einfach. Schade, auch wenn es der Raum eigentlich ist, der am nächsten dran ist. Aber gut. Gut, 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 gut. Ich muss so oder so irgendwann nochmal zurück. Beziehungsweise nein, wir müssen es jetzt machen. Let's go. Einmal reingucken. Hallo, und diesen Schlüsselraum vielleicht mal öffnen. Wir haben noch genug Schlüssel. Worauf warte ich denn? So. Na, was haben wir hier Schönes? Oh, sehr schön. Das gefällt mir immer. Schöne Kisten mit ein wenig Inhalt. Schlüssel, Münzen, ist auch okay. Akzeptiere ich alles. Ein goldenes Herzchen. Super. 15 Münzen. Das heißt also im Shop, wenn dort die Black Candle ist, können wir zuschlagen. Yes. Weg mit dir. Einfach mal weggestupst, den Shit hier. So, ein blaues Herzchen. Perfekt. Oh, wenn ich jetzt rausgehe, dann... Oh, das Geld muss ich aber einsammeln. Okay, das war jetzt dumm, dieses blöde blaue Herzchen. Das war auf jeden Fall kein Freund, das war ein Feind. Der hat gegen uns gespielt. Yep, yep, yep. So. Und Booyah. Kein Magic Mushroom leider. Und das nehme ich mit, das macht auf jeden Fall ein bisschen Damage ab, nicht wahr? 0,87, das ist schon mal sehr gut. Und verwirrt Gegner, dieser Effekt ist vielleicht nicht so geil, weil die manchmal sehr unberechenbar sind und komische Dinge tun. Da ist die Batterie, sehr schön. Da ist die erhoffte Batterie, die können wir dann nutzen, um in den Kampfraum reinzukommen, beziehungsweise um in den, ja vielleicht sogar Devil Deal reinzukommen. Haben wir im Shop eine Batterie? Haben wir keine, okay. Dann pass auf, dann hole ich mir jetzt das hier und sprenge dich einfach mal, um die Chance wirklich zu erhöhen. Auch wenn wir schon mit 72% keinen Deal bekommen haben. Schon alles erlebt, Mann. Schon alle. Okay, ouch. So. Verdammt nochmal. Kein Wunder, dass ich den Streak verloren habe. Na gut, was haben wir hier? Ragman, auf Wiedersehen. Das war's. Okay, wir kriegen tatsächlich mit 72% keinen verdammten Deal. Und ich muss mich jetzt reinporten in den Kampfraum und hoffentlich ist hier eine Batterie drin. Es ist keine Batterie drin. Der Kampfraum wird auch nicht reichen, um das Ding hier aufzuladen. Sehr, sehr traurig. Das heißt also kein Errorraum für uns, aber dafür ein Angel Deal oder Devil Deal. Sehr schön. Ja, ja, ja. Pup dich aus, Mann. Pup dich aus. Nur zu... Und auf Wiedersehen oder so. Okay, kein Errorraum für uns. Außer es kommt... Nein, es kommt keine Batterie. Im Shop war auch keine Batterie. Alles klar. Pillen nehme ich nicht mit. Die sind bestimmt Range Down und so ein Shit. Nope, nope, nope. Das kommt mir nicht ins Haus. Oder Tierst... Na, vielleicht könnten die 48 auch Energy-Pillen sein. Aber nein. Komm, soll ich mal eine nehmen? Zeige ich euch, wie sie enttäuscht? One makes you small. Guck mal, jetzt muss ich... Jetzt bin ich klein und habe Komplexe. Okay. Rein in den Deal. Hier ist das Brimstone-Baby. Ich weiß nicht, das ist dann an dieser Stelle. Nee, ich brauche das Brimstone-Baby nicht. Ich bin schon klein, jetzt kommt jetzt noch einer mit einem längeren Strahl und stiehlt mir die Show? Nein! Das Brimstone-Baby bleibt da, wo es ist. Okay. Gut. Das heißt, ab geht's in die nächste Ebene und vielleicht kriegen wir hier unseren Deal. Wer weiß. Debts. Okay, sehr schön. Necropolis 1. Dann auf geht's, Mann. Ich hätte gerne ein Speed-Up-Item. Vielleicht kriegen wir eine Speed-Up-Pille. Irgendwie habe ich gerade doch das Verlangen, Pillen mitzunehmen. Scheiße, Mann. Haltet mich auf. So. Nein, 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 nein. Aber ich könnte dich mal ganz kurz sprengen und... Ach so, stimmt ja. Wir haben eine 100%ige Chance. Okay, das heißt also, ich brauche hier nichts sprengen. Am Arsch mit der Sprengung hier. Oh ja, der Damage ist super. Der Damage ist sexy. Okay. Let's go. Klären wir alles. Ich muss unbedingt mein Leben loswerden, aber hier ist kein Kampfraum zum Glück. Also hier ist ein Kampfraum, aber da kommen wir rein. Das ist halt das Schöne. Das ist halt das Wunderbare. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und tschüss. Was haben wir hier? Pin? Ah, nein, wir haben hier was ganz anderes. Oh mein Gott, wie bin ich denn da ausgewichen? Das war auf jeden Fall Absicht, wie ich da ausgewichen bin und kein Zufall. Und sah dann dadurch voll cool aus. Okay, komm her, zeig dich. Sehr schön. Ein Säckle mit Bomben. Okay, Bomben habe ich jetzt genug, Mann. Jetzt könnt ihr aufhören mit eurem Gespawne von Loot. Langsam übertreibt ihr aber auch echt. So, kein Sticky Nickel. Okay, was haben wir hier im Kampfraum? Eine Kiste. Gut, machen wir mit einer Trollbombe. Ekelhaft. Ja. Na, wer kommt jetzt? Ach ja, stimmt ja. Wir kriegen ganz viele Bomben durch unseren Bombensack. Stimmt ja, Mann. Ganz vergessen. Ja. Lacht mich nur aus für meine Vergesslichkeit. So, unser Space Item wird ja auch gleich eh aufgeladen. Das heißt also... Oh, Batterie. Das heißt, wir können uns jetzt das so einsetzen und gemütlich hierhin geportet werden. Unser kleines Taxi. So. Na, ist natürlich blöd, dass wir jetzt auch die Chance auf Trollbomben haben, die gespawnt werden. Das gefällt mir jetzt nicht so an diesem Sack. Oder ist es einfach nur Zufall? Das gehört gar nicht zum Sack. I don't know. So. 13 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob wir den Boss was jetzt schaffen, Mann. Diese Golden Remote ist einfach nur ziemlich zeitfressend. Ein Lack von 2 haben wir. Na gut, was brauche ich schon? Was ist hier lackabhängig? Nichts, Mann. Wir brauchen Range-Up-Münzen. Gibt es hier Range-Up-Münzen? Irgendwo? So, Continuum wäre super, ne? Das erhöht auch nochmal die Range. Oder Bouncy Tears halt, ne? Dann haben wir ein komplettes, dann haben wir das komplett gelöst, unser Problem. So, einmal aufheben, damit es verschwindet aus dem Pool. Und rein hier. Noch mehr Pillen. Oh, das könnten wir jetzt nutzen. Stimmt, Mann, um das loszuwerden. Wo kommen über allgemein über die ganzen... Wo kommen die ganzen HP-Upgrades her? Habe ich echt so viel aufgehoben? Crazy. Okay, das setzen wir ein, damit wir auf der nächsten Ebene kein Problem haben. So, 55 Münzen, heilige Scheiße. Das spricht so dafür, dass wir gleich einen verdammten Greed im Shop haben, nicht wahr? So, erstmal dieses Ding hier aktivieren. Sehr schön, nichts leichter als das. Ja, die Bomben hebe ich auf. Weiter geht's, Lacker-Bomben werden super. Verdammt nochmal ist das Zeitfressen, aber auf der nächsten Ebene können wir auf jeden Fall schnell zum Boss. Und, uns dann rausporten und dann die Ebene clearen, das ist halt das Coole. Und hier schnappe ich mir vielleicht noch das hier. Donaten könnte man auch noch vielleicht ein bisschen. Ein paar Moneten donaten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielleicht kriegen wir Luck ab. Und da hören nochmal die Angel Deal Chance auf 18%. Okay, wir kriegen auf jeden Fall einen Angel Deal. Sehr schön, sehr schön. Gut, du bist echt sehr hungrig, nicht wahr? Alles klar, gut. Das reicht dann aber auch. Kriegst auf der nächsten Ebene mehr. So. Kleiner Vielfraß. Sehr gut. Und auf Wiedersehen. Geheimraum noch öffnen, nicht vergessen. Und dann haben wir eigentlich alles geklärt, nicht wahr? Den Geheimraum da oben haben wir auch. Ja, Pillen ohne Ende. Let's go. Wen haben wir hier? Es ist Blood. Okay. Blood, Blood, Blood. Sehr schön. Ein bisschen mit den Bomben arbeiten, wenn wir sie schon bekommen. Autsch, das ist okay. Auf Wiedersehen. Na, was kriegen wir? Devil Deal wahrscheinlich trotzdem. Oh, tatsächlich ein Angel Deal. Ja, hi. Dviska. Okay, pass auf. Das nehmen wir mit. Das ist ja für jedes rote Herzchen, das wir mitnehmen. Kriegen wir die Chance auf einen Begleiter oder so ein Shit, nicht wahr? Oder? Nee, Damage nicht. Das Ding ist halt nur, aber ich will ja in diese Kampfräume rein. Scheiße, Mann. Egal. Ich will coole Begleiter haben. Dann nehmen wir doch lieber die ganzen Herzchen auf. Wir haben jetzt auch ziemlich viel Platz. So, okay. Fangen wir hier an. Und jetzt porten wir uns rein in den Error-Raum. Und wir kriegen einen kleinen schattigen Freund. Let's go, Mann. 16 Minuten, hoffentlich kein Curse of the Lost. Schnell zum Boss und uns rausporten. Kein Fragezeichen, perfekt. Kein Curse of the Blind, alles super. Auf geht's, schnurstracks zum Boss. Um keine Zeit zu verlieren. Danke für die Münze. Sehr schön. Weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. Ich lasse mich mal zu leicht aufhalten. Okay, weiter. Wir haben keinen Curse, ne? Gut, dann gucke ich jetzt nicht in den Shop rein, sondern tatsächlich gleich erst. Okay, hier haben wir ein paar Batterien, das ist auch schön. So, und der hat mir ein bisschen Geld geklaut. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weißt du? Vollkommen in Ordnung. So, auf geht's. Mom zerquetschen, mit The Stars rausporten. Das ist der Plan. Das ist der coole Plan. Weg damit. So, mit dem kleinen Würmchen. Zwei Fliegen mit einer Klatsche hier. Auf Wiedersehen. Und wir nehmen das Polaroid mit. Nehmen wir das Polaroid mit. Wir nehmen... Lass uns mal zu The Lamp gehen. Ich habe voll Bock auf The Lamp mit Azazel. Let's go. Vielleicht sind das meine letzten Worte. Das Blitz-Item funktioniert ja nicht. Ach. Was nehme ich denn hiervon jetzt mit? Ja, ein Damage-Up. Wow, toll. Echt abgefahren.
Ich habe keinen Deal bekommen, ne? Das ist auch blöd. Macht das hier Tiersub oder so? Haben wir hier einen Kampfraum? Ja, da haben wir einen Kampfraum. Da nehme ich das Leben jetzt doch noch nicht mit. Sondern wir warten mal ganz kurz. Ich glaube, auf der Womp-Ebene werde ich darauf verzichten. Das nervt dann doch schon ein bisschen, das Ganze hier zu clearen. So. Autsch. Stirb, du Sau. Chariot haben wir hier bekommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt den Rest noch clearen. Batterien liegen hier auf jeden Fall ein paar rum, nicht wahr? Oder eine? Zwei? Ich glaube, hier liegen zwei rum. Drei liegen hier rum. Zum ersten, zum zweiten verkauft man. So. Stimmt ja, wenn ich in eine Richtung drücke, dann wird meine Fire Rate erhöht. Richtig. Und wenn ich loslasse, dann... Okay, das ist natürlich jetzt Bullshit. Das Item funktioniert ja gar nicht gut mit Brimstone. So, macht ja gar keinen Sinn, dieses Item. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Die richtigen hier töten, nicht die falschen erwischen. Sehr schwer auf jeden Fall rauszufinden, wer die richtigen sind, wer die falschen. So, was haben wir hier? Eine goldene Kiste mit Cricket's Head. Oder Tami's Head, Mann. Tami's Head wäre nice. Da würde ich auf jeden Fall alles stehen und liegen lassen. Für Tami's Head. Sehr gut. Ach, Monstro. In der Tank-Version. Du bist ja eine Nervensäge. Ich setze das hier mal ein. Hoffentlich macht es gut Damage. Komm schon, macht's gut Damage. Macht's gut Damage. Und tschüss. Gleich, tschüss. So, sehr gut. Der Schatten hat gut aufgeräumt, aber wird sich gleich wahrscheinlich umbringen. So, jetzt können wir das Leben mitnehmen. Flups. Und versuchen. Das funktioniert doch so, oder? Rote Herzchen mitnehmen für Begleiter. Ich meine schon, Mann. Ich meine schon. Was haben wir hier? Ace of Spades. Ah. Leider keine Joker-Karte. Gut. Weg mit diesem Shit und weg mit diesem Shit. Den Rest heben wir einfach auf dem Rückweg auf. So sieht's aus. An dir würde ich auch sehr gerne spielen. Erstmal euch beiden hier sprengen. Oh, ich hätte dir Bomben geben können eigentlich. Ist ja nicht so, als hätte ich genug Bomben. Aber ist alles meins. Und dann droppt dann eh nur ein langweiliges Bomben-Item. Set Bombs vielleicht. Okay, das wäre nicht so langweilig. So, und ich darf nicht vergessen, auf jeden Fall runterzugehen. Und nicht vergessen, dass ich keinen Polaroid-Effekt habe. Und ganz nebenbei. So, komm, ein Herzchen kriegst du noch, danach suche ich lieber. Okay, pass auf, ich suche jetzt lieber hier Herzchen. Da liegen ja noch ein paar rum. Hier ist eins, da liegt eins. Let's go. Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Flups. Zack, mitnehmen. Da unten im Itemraum liegen noch ein paar. Okay, komm schon, nicht zu gierig, nicht zu gierig, Mann. Komm schon, nicht zu gierig. Was ist das denn hier? Strength. Okay, können wir auch einsetzen. Jetzt aber nicht zu gierig, Mann. Oh, hey, wir kriegen ein Item, das überhaupt nichts nutzt. Ace of Spades, verwandeln wir das hier. Ich glaube, ich setze mein Space Item ein. Wir haben ja eh noch genug Batterien, die wir alle aufsammeln können. Und, werden gleich Spaß haben. So, ich darf nicht vergessen, auf jeden Fall runterzugehen zu Satan, denn der steht heute an. So, das nehmen wir mit. Werden gleich... Waren wir im Devil Deal oder im Angel Deal? Nee, ne? Das heißt, der steht noch an. So, aber erstmal noch den Geheimraum hier. Guten Tag. Ja, das ist doch das, wovon ich rede, Mann. Zählen blaue Herzchen eigentlich auch als HP ab? Also als, also zählt das auch? Bekomme ich dann auch einen Begleiter nach einer Zeit? Das weiß ich gar nicht. Komm, wir kaufen uns das hier. Und den Rest donaten wir jetzt mal wieder. Hoffentlich kriegen wir vielleicht ein bisschen Luck ab oder so. Ich weiß sonst nicht, was ich damit anstellen soll. Hasch mache ich jetzt nicht mit Azazel. Das ist verrückt. Plus 15 Chance auf einen Angel Deal, okay. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Luck ab? Komm schon, du kannst ruhig alles haben, wenn du willst. Ist mir egal, Mann. Dann haben wir erstmal genug Geld für die nächsten Stunden. Okay, sehr schön. Und go. Dann porten wir uns jetzt mal rein. Hi, das schätze ich mal ein hier. Vielleicht kriegen wir noch Stuff. Leider ist aber das Angel Deal Item selber gar nicht mal so geil. Und du bringst mir auch nichts. Wieso kriege ich nur Items, die mir nichts bringen? Okay, scheiß drauf. So, raus hier, Batterie mitnehmen und rein in den Errorraum, oder? Ja, das, genau, das geht. Das geht. Hier auf dieser Ebene geht's. Wir kriegen Backstabber. Das ist irgendwie von hinten attackieren, macht mehr Damage oder so ein Shit? Keine Ahnung, Mann. Ich hau jetzt auf jeden Fall ab. Und werde, glaube ich, hier nicht die gesamte Ebene clearen. Ich meine, guckt euch das an. Wobei, es ist ziemlich linear, nicht wahr? Kommt darauf an, wie schnell wir das alles clearen können. So, wir haben immer noch kein einziges Speed-Item bekommen. Speed-Up-Item. Den Schlüssel, ich lasse es jetzt liegen, Mann. Ich habe keinen Bock, irgendwie alles zu looten. Langsam nervt es. Wir haben genug, Mann. Okay, den Sack vielleicht. Da kann eine gute Karte drin sein oder sowas. So, oder die Batterien, die sind auch natürlich sehr, sehr wichtig. Auf Wiedersehen, ein nach dem anderen zerstören wir hier. Blaues Steinchen sehe ich nicht vorhanden.
So. Auch kein blaues Steinchen. Die sind heute sehr schüchtern, ne? Blaues Steinchen, habt ihr heute ein einziges gesehen? Hatten wir ein einziges blaues Steinchen? Ich glaube nicht. So. Oh, warte mal. Doch, die Spritze funktioniert anscheinend mit Brimstone, weil ich gerade habe ich habe ihn zerstört, obwohl er noch in seiner Form war. Oder hat er sich gerade in dem Moment gezeigt? Ich glaube tatsächlich, dass die Spritze funktioniert, Leute. Dass die Spritze, die auch Steine kaputt machen kann. Also, diese Dinger, die auf einen schießen und so ein Shit. Voll crazy. Okay, dieser Wurm ist dann eher doch nichts für mich. So, noch mehr Range-Up wollen wir. Noch mehr Range-Up, Range-Up, nicht wahr? Vielleicht kriegen wir noch eine Chaos-Card. Dann kann ich doch noch zu harsh und mir vielleicht irgendein Item stibitzen. So, ich setze einfach das hier ein, weil ich voll faul bin und wir werden es ja eh aufladen. Sehr gut. Wunderbar. Immer schön mit einem Strahl so viele wie möglich killen. Perfekt. Was haben wir hier drin? Hallöchen, ihr lustigen Leute. Oh, nimm die... Da wollte ich dran vorbei, aber nicht genug Speed gehabt, um vorbeizukommen. Shit, Mann. Okay, die werden sich gleich alle aufteilen. Vorsicht, und wir wurden erwischt. Okay, wir haben nicht mehr viel Leben. Das ist sehr gut. Wir haben The Fool. Ich könnte mich rausspotten, aber ich glaube, man muss die Räume geklärt haben, ne, damit die Golden Remote funktioniert. Ich schätze, man muss die geklärt haben. Hey, wir kriegen jetzt noch mehr Säcke. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Okay. Ein Münzchen. Könnte ja Luck-Up sein. Damit wir später auch noch ziemlich viele Kisten bekommen. Das wäre super. Stimmt ja, wir müssen ja auch runter. Also keine Chest mehr für uns. Keine Chest, Mann. Keine Chest mit wunderschönen Items, aber dafür eine kleine Herausforderung. Scheiße, Mann, Herausforderung. Stimmt, ich brauche Leben. Ich brauche verdammt viel Leben. Das muss ich alles mitnehmen. Also alle roten Herzchen auf jeden Fall mitnehmen. Polaroid-Effekt haben wir nicht. Ich gebe dir mal ein bisschen Geld. Let's go, Mann. Ein HP-Upgrade wäre super. Das könnte ich dann, oder? Die Black Candle, damit ich ganz sicher bin und keine Flüche bekomme. Was haben wir hier? Turfclubs? Oh, super. Super nett von dir. Dann kann ich dich ja gleich damit sprengen. Falls du es nicht selber tust. So, die Bohne. Butterbean können wir jetzt natürlich zu Wait What machen, aber... Brauche ich eh nicht. Wir sind ja jetzt eh mit der Golden Remote unterwegs. So. Perfekt, Mann. Zwei blaue Herzchen. Sehr großzügig. I like this. Was habe ich hier für eine Karte? Es ist Devil. Nehmen wir einfach mal mit. So, sind hier Herzchen drin. Okay, soll ich mal die Pillen nehmen? Vielleicht sind das ja Ranger-Pillen. Tears down, super. I'm drowsy. Health down, super. Und Pillen sind einfach nur eine wunderschöne Sache, die in diesem Spiel existieren. Super. Super, super, super. Ja, oft haben sie auch schon geholfen, Mann, wenn man Glück hat und Tears Up mitnimmt. Findet. Tears Up ist natürlich irgendwie... Ich finde, Tears Up ist die beste Pille. Oder? Da braucht man noch nicht lange drüber nachdenken, nicht wahr? Magician funktioniert, glaube ich, nicht mit Azazel. Könnten wir ja kurz testen. Nee, egal wie lang der ist. Vielleicht, wenn er noch länger... Oh, doch, 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 er funktioniert. Er muss nur länger werden. Wow. Cool. Es funktioniert, er muss nur länger werden. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf Wiedersehen. Wir haben alles geklärt, das heißt... Okay, wir müssen in den Deal rein, aber wir haben hier genug Batterien. Let's go. Wir kommen da jetzt rein und kriegen dich, Kollegen. Dark Bomb. Okay, Dark Bomb muss mit. Auf den Rest kann man verzichten, Mann. Ich würde sehr gerne an dir spielen, aber das geht nicht. Das geht nicht, Mann. So, ab in den Errorraum. Und wir kriegen Holy Mantle und wir können sogar beide mitnehmen. Kriegen wir die Chaos Card? Es ist Empress. Okay, gut, dann nehmen wir das hier mit und... Let's go. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Holy Mantle. Das ist natürlich auch super. Dark Bomb für Leben. Auch wenn ich die roten Herzchen mehr oder weniger mitnehmen muss. Außer blaue Herzchen zählen auch. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, und hier darf ich jetzt nicht in den Errorraum rein, weil sonst die Chance ist, dass wir... also wir können uns ja dann nicht entscheiden. Hey, wir haben einen Begleiter bekommen. Durch blaue Herzchen oder rote Herzchen, weiß ich nicht. Weil wir sonst vielleicht in die Kathedrale nur können, aber wir wollen ja runter. So, das heißt also, hier können wir erstmal ganz schnell clearen. Magician, uiuiuiui. Ui. So, Bims, Bums, Bums. Arcade Room gehe ich jetzt mal noch nicht rein oder gar nicht rein. Temperance haben wir hier. Scheiß mal auf dich. Scheiß mal auf dich. Ja, lass uns mal direkt zum Boss. Autsch, aber Holy Mantle hat uns beschützt. Holy Mantle ist so ein krasses Item, ne, wenn man drüber nachdenkt. Es ist schon sexy. Ach, so ein Raum, ich spreng mich durch. Hab die Bomben nicht umsonst alle aufgesammelt. Zacki, zacki, Raum. Scheiße, ich muss in die andere Richtung. Gott, dieser Raum. Mit normalen Brimstone auf jeden Fall cool, aber so nicht.
Ja, hi, ist mir jetzt auch peinlich, aber ich wollte in den Raum hier. Okay. Auf Wiedersehen, ihr süßen kleinen Dinger. So. Okay, was haben wir... Ach, da lebt irgendwo noch einer. Das gibt's doch nicht. Immer dieses Hinterherjagen. Okay, so, let's go. Was haben wir hier drin? Na, was kriegen wir hier? Blaue Herzchen, das ist sehr, sehr gut. Und wir kommen da auch noch umsonst rein in die Zacke-Zacke-Räume. Dank Holy Mantle, dem Holly Mantle. Ich muss Merch rausbringen, einen Mantel, der Holly halt. Das wäre doch super, oder? Das wäre voll krass. So. Würde ich euch doch alle holen, nicht wahr? Okay. Und zerstören, zerstören, zerstören. Und zerstören, zerstören, zerstören. Sehr gut. Die Karte, die will ich haben, könnte eine Emperor-Karte sein oder so. Temperance. Ne, die Temperance, wenn man sie sprengt, ist da kein Item drin, ne? Wir brauchen die andere Karte. So. Ich habe den Namen der Karte vergessen, die die anderen Automaten spawnt. Scheiße, Mann. Wie hieß die mal? Wheel of Fortune. Genau, das bräuchten wir. Das bräuchten wir für die Chest. So, da ist ein rotes Herzchen. Genau, willst du mir was droppen? Ein blaues. Dankeschön. Okay, den Raum können wir noch auschecken. Eden's Blessing. Oh, der nächste Run wird lustig. Und wir kriegen Tears ab jetzt. Der nächste Run wird lustig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oder wir kriegen ein total beschissenes Item. Und ich hoffe mir einfach, dass Eden's Blessing in einem Autounfall stirbt. So. Isaac's Heart. Damit starten wir wahrscheinlich im nächsten Run. Mit Judas. Let's go. Das ist Spaß. So, jetzt nicht vergessen, dass wir runtergehen wollen. Zum Devil Deal. Weg mit dem Shit hier. Ich setze den Devil ein. Wir kriegen bestimmt noch andere Karten. Allgemein bräuchte ich aber ein bisschen Damage und so. Na gut, wir haben 100% Chancen auf einen Deal hier. Oder habe ich mich schon reingeportet? Ne, habe ich nicht. So, sehr gut. Und wir haben hier euch. Wow, das ist natürlich jetzt ein... Das ist doch ein Joke hier, oder? Das ist doch ein Joke hier. Das sieht aus wie Lebensverschwendung, aber wir haben Duck Bomb. Wir haben Duck Bomb, alles wird gut. Das sieht aus wie großes Lebensverschwenden Leben. Temperance, okay, ist da vielleicht noch Leben drin? Kein Leben, nur Münzen. Luck up, cool. Emperor haben wir hier. Explosive Diarrhea in Deckung, Leute. Oh mein Gott, es hat einen erwischt. Egal, egal, egal. Wir haben jetzt ein Herzchen dazu bekommen. Oh Mist, das wollte ich eigentlich nicht so einsetzen. Okay, pass auf, ich spiele noch einmal. Na, vielleicht ist hier noch eine Karte drin. The Lovers oder sowas? The Tower. Okay, die wollen echt das Ganze gesprengt bekommen. Pass auf, eins noch. Mist. Das sind aber auch Arschgeigen. I can see forever. Okay, gut. Es sieht aus, als hätte ich sehr viel Leben verschwendet, aber habe ich auch. Gut, let's go. Rote Herzen brauchen wir jetzt. Ganz viel... Okay, Kiss of the Blind, cool. Rote Herzen brauchen wir jetzt. Ja, und dann wird das schon laufen, ne? Schade, Mann. Ich dachte, die geben mir coole Items. Immerhin habe ich die Emperor-Karte bekommen, oder? Darüber soll ich mich freuen, was? Und nicht beschweren. Die Emperor-Karte ist toll. Aber die setze ich jetzt noch nicht ein. Ich will Satan nicht mit so wenig Leben bekämpfen. Das ist nicht cool. So, will ich überhaupt hier kämpfen eigentlich? Ja, gut, machen wir einfach mal. Habe ich den Holy Mantle-Effekt noch? Oder ist das... Oder leuchte ich einfach nur so aus Spaß? So. Na, komm her. Der Schatten ist immer noch am Leben. Das finde ich irgendwie krass. Sonst ist er schon längst gestorben und er hat sich aufgeteilt. Magic Mushroom nehme ich gerne mit. Danke. Ach, ist leider nicht da. Mist. So, 99 Münzen haben wir, aber es könnten immer noch Luck-Up-Münzen sein und deswegen nehme ich diese Scheiße hier mit und kann nicht aufhören, sie mitzunehmen. So. Alle Räume zu klären ist natürlich hier wieder ganz gut, weil da könnten wir jetzt einen Deal bekommen und so. Na komm, nimm das Herzchen mit. Okay, okay, okay. Ein blaues Herzchen wäre jetzt nicht, ein blauer Stein wäre jetzt nicht schlecht, Mann. Wo seid ihr? Sehr schön. Wo seid ihr, Schweine? Wir haben schon einen Luck von 4, das ist auch schon mal sehr gut. So. Schnurstracks weiter und erstmal alles clearen und hier vielleicht noch den Errorraum auschecken und dann könnten wir auch ja, hier können wir den Errorraum auschecken. Doch, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Wir haben echt Glück mit den Flüchen, ne? Kein Curse of the Lost bis jetzt, weil sonst dachte ich immer, okay, es wird uns den Spaß ruinieren, wenn wir sowas vorhaben. So. Rambazamba, Zamba, hey.
Batterien haben wir ja auch ein paar gedroppt, allein schon wegen den Säcken und so. Okay, pass auf, wir setzen das ein, damit wir schnell hier oben sind. Oh Gott, Brimstone-Augen, das ist gefährlich, Mann. Ich habe schon ganz vergessen, wie gefährlich das hier unten ist. Das Herzchen, keine Sorge, nehmen wir gleich mit, wenn wir auf dem Rückweg sind. Alles schon mit einberechnet. So, mein Arm juckt. Ech. Okay, schnapp dir das. Das reicht dir immer noch nicht, du gieriger Gierschlund. Gierschlund, ne? Genau, Gierschlund ist das Wort. Das ist ein Herzchen, schnapp es dir. Ja. Ah, er ist nicht aufgehoben, oder? Oh mein Gott, jetzt müssen wir warten, bis er erstmal hier rüberkommt. Sehr gut. Und wir kriegen nichts. Du bist ja ein Schwein. Doch, eine Spinne haben wir bekommen. Ich glaube, ich spinne. So. Was kriegen wir von dir? Was kriegen wir von dir? Temperance. Erstmal springen die Scheiße. Könnte auch ein rotes Herzchen drin sein. So, und wir kriegen... Oh, Curse of the Blind haben wir. So viel zum Thema Glück gehabt. Aber hey, immerhin sind wir jetzt Mom. Wir haben die Mom-Transformation, haben jetzt ein Schwert in unserem Arsch. Ah, Holy Mantle ist weg. Das ist natürlich nicht so geil in so einem Raum hier. Okay. So, Death. Di-di-din-din-din-din-din-diu. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja, nimm das mit da oben. High Priest haben wir hier. The Stars. Ah, willst du das Herzchen haben? Komm, nimm mit, Mann. Wir bräuchten's. Die nächste Ebene wird auf jeden Fall kurz eigentlich. Eigentlich müsste ich hier Emperor einsetzen, ganz ehrlich. Aber wir wollen ja den Error-Raum und vielleicht noch etwas Cooles bekommen. Oh mein Gott, dieser Raum schon ganz vergessen. Okay, gut. Holy Mantle. Hat mir ein bisschen den Poppes gerettet. Und jetzt du. Ah, da wurden wir erwischt. Oh, schade. So. Ein blaues Herzchen. Hey, sehr gut. Da haben wir es wiederbekommen. Im Raum. Emperor nochmal, okay. Was haben wir hier unten? Hier unten sind nur ein paar Pillen, die will ich nicht haben. So. Komm her, komm her, komm her, komm her. Und dann porten wir uns weg und sonst shit. Achso, ist die Bombe schon zu spät gelegt, glaube ich. Ne, es hat noch gereicht. Perfekt, aber wir machen nicht so viel Damage. Ich glaube, die zweite Form wird auf jeden Fall am schwierigsten. So, Holy Mantle nicht verlieren und wir haben es getan. Sehr gut. Ja, schieß deinen Brimstone-Scheiß. So immer dazu triggern, diesen Brimstone zu machen. Sehr gut. Und jetzt kommen die Füße. Die wunderschönen kleinen Füßchen. Die leicht behaarten Füßchen. Okay, sehr schön. Wir machen doch ganz gut Damage, Mann. Ich hab's voll unterschätzt. Sehr gut. Ich glaube, das Trinket ist auf jeden Fall der wahre MVP, Mann. So, auf Wiedersehen. Jetzt noch einen kleinen Deal schnappen. Hier ist eine Batterie auch. Wunderbar. Und wir schnappen uns mal das hier, Succubus, und das hier. Es ist multidimensionale Baby. Kann ich da durchschießen mit Brimstone? Ja, es geht. Ich hoffe, es ist nicht verbuggt, Mann. Ich hoffe, es ist nicht verbuggt. Und ab in den Errorraum. Jupp, das gönne ich mir mal. Was das für Items sind? Isaac's Heart. Evil Eye. Okay, und? Swan Protector. Okay, gut, kann man mitarbeiten. Let's go. Dann auf geht's in die nächste Ebene. Und vielleicht setze ich einfach meine Emperor-Karte ein. Who knows, who knows, who knows. Wobei ich schon Bock habe auf ein paar Karten. Beziehungsweise ein bisschen Leben, ne? Wäre auch nicht schlecht. Da erstmal anzufangen. Auf ein paar Kisten habe ich Bock. Nochmal Kohle, Doppelkohle. Holy shit. Was haben wir hier? Ace of Diamonds. Okay, gut. Emperor Cut ist hier. Haben wir hier noch ein Guppy-Item oder so? Warte mal, hatten wir Curse? Ne, wir hatten keinen Curse of the Blind hier. Achso, stimmt ja. Mega-Satan ist auch noch da. Oh mein Gott, ich bin eigentlich zufrieden, wenn wir jetzt, Wobei, wenn ich Mega-Satan mache, dann... Kann ich mich hier hinporten und dann das Ganze rückwärts machen und so ein Shit. You know what I mean? Okay, let's go. Porten wir uns mal hin. Machen jetzt The Lamp fertig. Hoffentlich. Hoffentlich wird es reichen. Oh mein Gott, mein Damage ist ja richtig scheiße. Gott. The Lamp ist so stark. The Lamp hat so viel Leben. Ach du Scheiße. Okay. Erstmal den Kopf vielleicht killen. Schaffen wir es? Schaschu. So. Okay. Ah, da wurden wir erwischt. Haben ein weißes Herzchen bekommen. Okay, cool, 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 cool. Und auf Wiedersehen. Would you like to do a victory lap? No, 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 no. Puh, immer diese Frage, Mann. Voll anstrengend. Okay, und jetzt Mega-Satan machen mit diesen... Nein, ich werde bestimmt meinen Streak verlieren. Kriege ich vielleicht noch eine Kiste oder sowas? Oh, ich werde meinen Streak verlieren, Leute. Ich werde meinen verdammten Streak verlieren. Leute, tut mir leid, ich habe ein Trauma. Ich kriege gerade Vietnam-Flashbacks an gestern. Und es war nicht schön.
Ich gehe in die Kiste. Scheiß auf Mega-Satan. Ich will es abschließen. Ich will nicht noch einen Streak verlieren. Ich habe abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Euer Schwanzeinzieh Holly.